Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum allerersten Pack Opening von FIFA 18. Ich bin richtig gehypt, es ist jetzt bei mir 0.31 Uhr. Ich habe Urlaub, das heißt diese Woche gibt es schon mal einige Videos und wir eröffnen FIFA 18 Ultimate Team mit einem Pack Opening. Und zwar mit 36.000 FIFA Points. Ich möchte euch als erstes mal meinen Verein zeigen, was ich hier gezogen habe. Ihr seht, der liebe Pierre-Emerick, in der Web-App habe ich den Jungen gezogen. Dann hier noch diverse Leihspieler, Icon Edition am Start und so. Und ich möchte jetzt nicht allzu lange reden, weil wenn ein Set nur 150 Points kostet, haben wir einiges vor uns. Einiges. Und daher starten wir auch gleich, würde ich mal sagen. Und das erste richtige Pack in FIFA 18. Go! Falls ich bei einem Walkout... das ist mal ein guter Start, ne? Falls ich bei einem richtig guten Pull nicht richtig durchdringen kann, tut mir das leid. Weil, ja, wie gesagt, es ist halb eins morgens bei mir. Also die Leute würden gerne arbeiten gehen am nächsten Tag. Und ja, ich möchte jetzt hier nicht mal groß was sagen oder so. Ich möchte einfach nur die Packs öffnen. Das war zu früh gedrückt. Ja, das kann man mitnehmen. Ich nehme jeden Spieler mit für die SBCs. Definitiv. So, dieses Zeug, das brauche ich nicht. Jetzt möchte ich aber gucken. Ich habe vorhin gesehen, mein Transfermarkt. Hier, plus, hat nur 60 Plätze gehabt. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr haben. Oder täusche ich mich? Münzenboost habe ich auch schon aktiviert. Ne, ich kann gar noch nicht mehr haben. Level 45 brauche ich. Scheiße, ich will jetzt nichts mehr traden. Naja. Naja, das Team der Woche könnten wir noch anschauen gehen. Da sind natürlich auch schon einige Brocken dabei. Also, ja. Sergio Aguero, Mertens, Falcao, Dybala, Mustafi, Valencia, Kimmich. Also... auch ein Pereira sieht nice aus, oder Bakambu, Philipp. Ich würde alles nehmen. Ich würde jeden nehmen. Hauptsache in Inform. Ja, machen wir weiter. Wir haben immer noch sehr, sehr viel vor uns. Ist auch kein Leinwandspieler, oder? Nee, dann interessiert es mich nicht. Sturridge. Niang spielt bei Turin jetzt, okay. Sturridge, ja, ich meine, wenn man sieht sein Pace, was sie damit angestellt haben. Ist für 4.000 drin, machen wir für 3.3. Ein Deck gibt gut Coins, den brauche ich jetzt nicht im Verein. Für SBCs. Hauptsache, es gibt noch ein bisschen Coins. Ich habe zwar Aubameyang, den ich dann Dienstagabend verkaufe. Auch kein Leinwandspieler. Der gibt dann mindestens 200.000 Coins, der Aubameyang. Bravo. Auch ein Downgrade bekommen, okay. Emenike. Ja, den haben sie aber auch recht erwischt. Ja, Managerliga Türkei, das ist etwas, was ich persönlich nicht brauche. Ein Kollege von mir schreibt gerade, bei ihm geht gar nichts. Auch kein Leinwandspieler. Nicht mal ein Rare. Ah, ja. Arabische Liga. Ja, leckt mich fett. Ja, kann ich sogar alles brauchen. So, ja gut, wir haben ja noch mehr als genug Points, die wir verschleudern können.
Samstag kommt dann das nächste Pack Opening, wenn die Wants to Watch kommen. Ich glaube schon, das ist okay, ja, das Tempo. Gut, das ab für den Anfang. Fernando. Na, wenigstens ein paar Coins. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja, ich muss gerade hier. Ich hätte da eine relativ lange YouTube-Werbung, die 50 Minuten ging. Ich dachte, what the fuck, das ist nicht meine Playlist. Du ring immer keinen. Pentalab. Der könnte vielleicht was wert sein. Bei den könnte ich für ein Bundesliga-Team. Ja, der ist nichts wert. Den könnte ich für ein Bundesliga-Team gebrauchen. Weil ich möchte mir Premier League und Bundesliga bauen. Oder Bundesliga und fürs erste Mal ein portugiesisches. Ist auch keine Leinwand. Ey, Alter. Was ist denn los hier? Was hat denn der für eine Frisur? Hey, Jesus. Okay. Das dritte. Schon das erste Duplikat. Geil. Oh ja. Macht nix. Das ist eine Leinwand. Genau. Beten. Ich dachte schon, bei Schweden Ibra kommt jetzt. Und Raul Albiol auch noch gleich im Pack. Nice. Forceback, definitiv gute Stats. Kostet der was? Oh, 3000. Sieht man seine Stats? Sieht das mit der Ausdauer? 76. Ja, ist nicht das Wahre, aber fürs Starter-Team reicht's allemal. So, der Ball. Was habe ich für einen Ball? Der ist geil. Den behalte ich. Den behalte ich definitiv. Das ist wieder keine Leinwand. Das ist nicht mal ein seltener Spieler. Für diejenigen, die sich fragen, wie sieht man schon, bevor die Leinwand kommt? Großkreuz, Alter. Oh, shit. Ja, da hat es kurz geleckt. Das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Den hätte ich jetzt brauchen können für SBCs. Premier League, Manager Liga. Das ist definitiv was wert am Anfang. Okay, ne. Aber ich mach's mal in den Verein. Für diejenigen, die es wissen, weil ich zeig's euch jetzt gleich. Wenn ihr jetzt hier, müsst ihr das Pack angucken. Und dann auf der Seite, wenn es leuchtet, bereits auf der Seite, dann ist es eine Leinwand. Dann ist es ein 83 Plus Spieler. Das ist ja hier. Lieblings-Team of the Season-Spieler von FIFA 17. Nice, Willi Orban, Jones. Definitiv immer wieder gut, Premier League-Spieler zu ziehen, weil die sind einiges wert. Alter, ich hab Hunger. Das glaubt ihr mir nicht. Michael Keane, definitiv was Gutes für die Premier League. Wieder keine Leinwand. Ja, geht definitiv auch in Ordnung für den Sturm, Premier League. Man, am Anfang muss es ja nichts atemberaubend. Ja, dritte Liga, hau mir ab, du. Brauch doch kein dritte Liga-Team. Für am Anfang in der Premier League oder generell für jedes Team im Sturm reicht, ich sag jetzt mal, bis zum ersten Wochenende reichen 83 Pace. Phaser. 53, da bist du jetzt nicht wirklich gut unterwegs. Da bist du. Oh, Tim Howard. Da bist du jetzt wirklich nicht so geil unterwegs. Ich habe immer noch das Manchester United Wappen. Muss ich nachher nach dem Pack-Opening ändern und direkt wieder FC Basel nehmen. Ich hatte bis jetzt einen Leinwandspiel. Ich ziehe zwar seltene Spieler, das ist ja schön und gut, aber. Ich würde schon gerne mal einen Leinwandspieler wiedersehen. Naja, was soll's. Wir haben schon 10 Minuten und noch so viel vor uns.
denke mal, ich werde dieses Video in zwei Teilen, wenn es zu lange geht, die 36.000 Points zu verschleudern. Ah, hat das viel Wappen? Okay. Dann werde ich es vielleicht in zwei Teilen, wenn es wirklich zu lange geht, werde ich einfach in der Mitte einen Cut machen. Also hier bekommen, bei euch hört es dann halt einfach auf. Das ist... Ener Valencia. Spielt bei Tigresch. What the hell? Der Kolojajczak, der bei Gladbach war, der ist ja auch dahin gewechselt. Und wir haben ein Gratis-Pack. Ein Goldset. In genau so einem Goldset hatte ich Aubameyang. In einem normalen Goldset mit einem seltenen. So, was gibst du mir? Sogar der Spieler ist selten. Brasilien. Raphael. Ja, der hat ordentliche ZOM-Stats. Aber gut, ich habe ja Forsberg fürs Z. Wow. Das ist mal ein Goldset. Lindelöf. Richtig nice Stats für ein Unrare. Für ein Non-Rare. Richtig nice Stats. Und noch 1000 Coins. Ja, moin. Das ist mal ein Gratis-Set. Oh, jetzt wollte er nicht. So, komm schon. Also ich habe kurz in den Livestreams von den YouTubern und so gesehen, die haben bereits nach 10 Minuten so richtig... richtig krasses Zeugs gezogen. Und ich habe hier einen Forsberg und einen Gomez. Oh, ich dachte schon, es könnte Werner sein. Ich glaube nicht, dass der einen 83 Plus hat. Timo Werner. Oh, den würde ich so gerne spielen. Lass mich mal kurz gucken, Timo Werner. Bei Footbin. So, machen wir noch ein Pack auf in der Zwischenzeit. Werner. Ne, der hat nur eine 82. Das ist nicht mehr ein Leinwandspieler. Was sehe ich jetzt hier? Der Luschteberger, mein Landsmann und Van Persie die Null. Calcio A, das behalte ich auch mal. Nochmal 1000 Coins. EA gönnt mir wenigstens die Coins. So. Ist auch kein Leinwandspieler. Jedes Mal seltener, aber nicht für die Leinwand. Jetzt mal... Geile Stats als ZDM, definitiv. Der wird... Und Zielinski auch noch. Ein 80er. Das ist ein ordentliches Pack. MLS brauche ich nicht. Ich habe erst 3000 Points verzogen in 13 Minuten. Auch keine Leinwand, schon wieder ein Seltener. War in FIFA 17 Karrieremodus einer meiner, ach der Marco Marin, einer meiner Lieblingsspieler. So. Den könnt sogar drei Pack Openings draus machen hier, es geht so lange. Kleine Leinwand, wieder selten. Hey Leute, ihr könnt mir ruhig mal Leinwand geben. Schöne Stats. Russische Teams auch sehr beliebt als Starter-Teams. Ich habe Verträge bis an Bach, ey. League Earn, das brauche ich definitiv nicht. Ja, Verträge habe ich jetzt schon genug. Auch keine Leinwand, aber wieder selten. Ja, ohne Leinwand muss man nicht auf Eriksen hoffen. Yeah, zweimal aus meiner Liga. Van Wolfswinkel, mein Lieblingsverein. Heiße Sache. Schon wieder 1000 Coins. Ja moin. Unglaublich. Ich ziehe nur seltene Spieler. Das ist zwar geil. Aber ich würde jetzt gerne nicht mehr Leinwand ziehen.
Wir haben jetzt in 15 Minuten nur eine Leinwand gesehen. Oh, Rode, ja, auch ordentliche Stats. So, meine Freunde, jetzt. Jetzt kommt eine Leinwand. Auch nicht. War wieder selten. Ich sag schon, es kommt Kampel sein. Kurtic. Jemand, den man gar nicht brauchen kann. Ja, also die Verträge, die verkaufe ich jetzt. Jetzt habe ich von denen habe ich jetzt schon genug. So, komm. Ich muss sagen, die Animation, okay, das ist das erste Mal seit langem wieder mal Non-Rare. Ramsey? Ja, moin. Was habe ich für ein Stadion eigentlich? Town Park. So. So, come on, EA. Jetzt kommen sie alle, die Non-Rares. Jetzt hatte ich genug Rares gezogen. Jetzt kommen die Non-Rares wieder. Luisa, 33 Pace, 50 Pace. RFRM. Ja, das sind definitiv Positionsmodifikatoren, die ich brauchen kann. Wieder keine Leinwand, aber selten. Ja, spanische Liga baue ich nicht. Çalhanoğlu, haben sie LM gemacht? Schon wieder? Ja, moin. Das FC Basel-Wappen? Yes! Ich muss es ja nicht kaufen. 150 Coins gespart. Und nochmal 1000 Münzen. Ja, moin. So, jetzt nach dem FC Basel-Wappen kommt eine Leinwand. Da ist die Leinwand. Mit Ansage. In Form. Der erste MLS. Aber egal. Der erste Info. 90 MLS. Direkt nach dem Bildband. Direkt nach dem Bildband. 90 MLS Info. Das ist wieder der Bildband. Und auch noch ein Kurzanime. Das ist definitiv ein Super-Sack. Was ist noch drin? Okay, Tülalo. So, jetzt muss ich die Musik wieder anmachen. So, Martinez in Form. Heiliger Strohsack. Was kostet? Ja, Abstoßpreis, ne? Aber ich nehme den definitiv in den Verein. Die haben ein geiles Trikot hier. Not bad. Ja, erster Inform-Spieler. Nehmen wir mit. Wäre jetzt gewesen mit einer Leinwand hinterher. Ist aber, ist jetzt mal nur. Das muss Lehrer. Klavan. Ja. Yeah. Oh, jetzt leckt's ein bisschen. Jetzt leckt's ein bisschen hart hier. Uiuiui. Ui, ui. EA gönnt mir richtig mit den Coins, ne? Ich habe schon etwa 6 oder 7 Mal die 1000er Coins gezogen. Ich ziehe die ganze Zeit seltene Spieler, aber ich hätte 2 Leinwände erst. Ich stehe mal mit 66 Pace. Die seltenen Verträge nehme ich mit und die Fitness. Ich habe immer noch 31.000 Points. Schon 20 Minuten. Ach, okay, ja, das ist nicht mein Seltener. Das überspringen wir. Ich habe gesagt, ich nehme das seltene Zeugs mit. Ich habe schon mehr als genug Verträge. Ich habe nicht gesehen, ob es eine Leinwand ist oder nicht.
Wahrscheinlich jemand, den ich nie spielen werde. Aber ist okay. Das Wappen von Swansea, das Rauchstyle. Ich mag das Wappen von Swansea. So, jetzt kommt eine Leinwand. Ich spüre es. War halt wieder ein seltener Spieler. Ich habe so viele seltene Spieler schon gezogen. Das ist Campbell. Ich glaube, der war in FIFA 17, hat er mir echt gefallen. Habe ich ihn auch sehr, sehr oft gespielt. So, ich nehme jetzt einfach die einzelne Fitness mit. Man weiß ja nie, wenn man das brauchen kann. Wieder selten. Bakayoko. Oho. Nice, Bakayoko. Er hat zwar nur 82... Aber der ist definitiv was wert. Also seine Price Range ist bei 30.000. Hier 15.000 Coins ist der Kollege wert. Nice. Kommt definitiv in den Verein. Nice. Timioye Bakayoko. Der kommt definitiv ins Premier League Team. Der ist ein richtiges Biest. Die Billigversion von Kanté. Wenn ich jetzt einen Kanté ziehen würde. Puh, Coquelin, ja. Zieh dafür einen Coquelin. So, die Einzelspieler-Fitness, die stoße ich jetzt auch ab. Davon habe ich jetzt auch mehr als genug. So, das Problem ist, du kannst, auch wenn es kein. Hat aber auch ordentliche Stats gehabt für den Innenverteidiger. Auch wenn es Jesse Lingard, Premier League, das gucken wir definitiv mal auf den Transfermarkt. Ja. 600. Komm schon. Ja, manchmal hängt es doch ein bisschen. Nee, nicht vor Coins, hallo. Ab und zu hängt es ein bisschen, aber das macht nichts. Ja. Ich habe von den... Oh, Arsene Wenger. Nehmen wir mit. Den Kollegen. Mein Bruder schickt mir jetzt hier... Oh, auch keine Leinwand. RV, schon wieder, ne? Den hab ich schon. Ihr müsst mir. Also, es gibt so viele seltene Spieler, liebes EA. Ihr könnt mir. Ruhig die geben, die ich noch nicht habe. Abstoßen. Schon 23 Minuten. Und ich habe erst 6000 Points verzogen. Ich glaube, das könnte 2 Stunden so weitergehen. Und da ist die Leinwand. Frankreich, Stürmer. Benzema. Benzema, direkt bei mir meinem Kollegen schicken. Mein Bruder hat mir auch geschrieben. Ich muss kurz, das ist jetzt wirklich wichtig, jetzt muss ich wirklich dem kurz schreiben. Es geht um seine Kinder, die er bekommt. Ich dachte schon, der schickt mir was, das mit FIFA zu tun hat, weil der ist auch Gamer, aber bei dem ist jetzt Arbeitszeit, der lebt in Amerika. So, also, tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Lech Posen, auch ein schönes Wappen. Der Karim Benzema.
Kaka, ja, wenigstens eine Legende. Ich würde es feiern, wenn ich eine Icon ziehen würde. 6000 Points verbraten jetzt. Und das Fazit nach... Was ist denn hier? Ich habe etwas verkauft. Lingard. Ja. Ich habe, warum ist das? Ich habe einfach mal Großkreuz. Ich habe nicht geguckt, was Benzema wert ist. Also das Fazit definitiv gut. 6000 Points. Forsberg, Benzema, Martinez, Aubameyang, der ist natürlich was Kostenloses fast. Benzema. 30.000 nur. Hat nach 100. Ja gut, der wird bis am Abend wird der steigen. So. Weiter geht's. 6000 Points verbraten. Das ist ein Non-Rare. Ja gut, ich nehme so viele Spieler wie möglich. Weil man weiß nie, was man für die SBCs brauchen kann. Ich würde sagen, bis 28.000 Points. Ne, ich mach bis 24.000 Points. Und dann beenden wir den Part mal. Also ich die Verträge trotzdem mitgenommen. Keine Leinwand, aber wir gucken. Es könnte trotzdem ein Brocken sein. Und Bakayoko darf man nicht vergessen, den habe ich auch noch. Leipzig. Geht in Ordnung. Naja, so viele Wappen und Trikots müsste mir jetzt nicht anbieten. Bei mir wird es sowieso nur FC Basel sein. Leinwand, aber wieder selten. England. Sterling. Nice! Raheem Sterling. 93 fucking Pace. Alter, ist der geil. Der kommt fix ins Starterteam. 13.000 wert. Jesus. Was hat er für Stats? Er hat halt nur 75 Ausdauer, aber fürs Starter-Team geht es in Ordnung. Alter, nice. Ich könnte jetzt schon etwa 500.000 Coins machen wahrscheinlich. Ja gut, das ist übertrieben. Sag mal, wenn ich alles abgestoßen habe und alle Points ausgegeben, dann hätte ich mindestens 500.000, würde ich jetzt mal behaupten. EA gönnt mir wieder 1000 Coins, wenn das so weitergeht. Das ist schon das 10. Mal jetzt, dass sie mir einen Tausender schenken. So, komm schon. Spanien. Was sind das schlechteste Stats für einen 82er? Sind das schlechteste Stats? Carlos Bacca, der hat aber auch ein heftiges Downgrade bekommen. Halleluja. CenturyLink Field. Was ist denn das für ein Stadion? So, ich würde sagen, wenn wir jetzt noch eine Minute, dann haben wir 30 Minuten. Und dann haben wir endlich mal das erste Pack-Opening. Und wieder selten. Chile. Ja. Wäre es natürlich schön gewesen, wäre es nach Tuch Vidal gewesen. Da sind aber viele hier. Bach de Bras. Und für zwei Packs wird es noch reichen. Kommt drauf an, was es ist. Okay, das... Argentinien, ja, das kann nichts Gutes werden. Ordentliche Stats. Yeah, René Weiler. Ja, Belgien, da seid ihr jetzt ein bisschen zu spät, meine Freunde. So, also meine Freunde, das war das allererste Pack-Opening.
Das erste, beziehungsweise das, also das erste war es noch nicht. Ich habe noch 28.000 Points. 82 Spieler schon. Das war der erste Teil. Also ihr seht, ihr werdet dann sehen im Videotitel, wie viel es am Ende werden. Ich denke mal, 3 oder 4 Parts werden es am Schluss schon sein. Das Fazit von den ersten 8.000 Points. Martinez, Benzema, Forsberg, Braus hat Premier League, Bakayoko, was er überhaupt wert? 20.000, ne, 15.000, Sterling, Keane, definitiv auch Stats, die in Ordnung gehen. Und das war ein guter erster Teil. Ich hoffe, die Icon kommt noch. Und ja, wir sehen uns dann heute beim zweiten Part. Bis dahin, bleibt locker und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, kommentieren, liken, abonnieren, würde mich freuen, weil mit FIFA 18 wird es definitiv viel Content bei mir geben. Und das heißt jetzt für mich, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Part. Tschüss.